Hallo, mein Name ist Abdu und ich sitze hier heute mit der Familienministerin, Frau Dr. Katharina Barley. Wie stellen Sie sich in Zukunft den Kontakt zu Jugendlichen vor? Also ich wünsche mir, dass Jugendliche immer beteiligt werden, wenn es um ihre Belange geht. In Begegnungen wie dieser, aber vor allen Dingen immer dann, wenn jugendpolitische Themen betroffen sind, die verschiedenen Gruppen dann auch wirklich hierher zu holen oder hinzufahren und miteinander darüber auch zu reden. Wie wollen Sie in Zukunft gleiche Chancen für Kinder und Jugendliche in Deutschland schaffen? Eine neue Studie sagt, dass wenn man selber aus einem Geringverdienerhaushalt stammt, die Wahrscheinlichkeit, dass man selber Geringverdiener ist, später bei 70% liegt. Der Schlüssel dafür ist natürlich Bildung, ganz klar. Und zwar Bildung, die auch relativ früh ansetzt. Deswegen ist auch wichtig, Kindertagesstätten auch schon als Bildungseinrichtungen zu begreifen. Es muss wirklich nur nach Talent gehen und nach Fleiß und nach dem eigenen Lebensbild, das Kinder dann auch entwickeln. Dieses Interview findet im Vorfeld der TinCon Berlin, der Teenage Internet Work Convention, statt. Das Bundesfamilienministerium fördert dieses Festival für digitale Jugendkultur auch. Wie digital ist Ihr Leben eigentlich? Also, ich habe zwei Söhne. Wenn ich mit denen Kontakt halten will, dann bin ich schon mal digital, weil ich ja auch viel nicht zu Hause bin. Das ist auch Da bin ich wirklich sehr, sehr froh drüber, dass es diese Möglichkeiten gibt. Ich bin ansonsten viel unterwegs auf Facebook und Twitter, Instagram hin und wieder, Snapchat hin und wieder. Aber Facebook und Twitter mache ich sehr intensiv. Nicht so krass wie bei euch sicherlich. Also wenn ich meine Söhne angucke, die kommen gar nicht mehr weg. Aber ich finde es auch eigentlich schön, hin und wieder mal face-to-face was zu machen, so wie wir jetzt. Gibt es YouTube-Channels, die Sie schauen und wenn ja, welche? Ich komme natürlich überhaupt nicht mehr zum regelmäßigen Fernsehen. Ne? Und deswegen, wenn ich mal was gucken will, dann gucke ich das oft nachher über Mediathek oder auch über YouTube. Was ich immer ganz gerne gucke, ist The Voice. Ansonsten, ich habe auch mit einigen YouTubern schon selber Kontakt gehabt, auch selber schon Interviews gemacht und da so gerade die ein bisschen politischer ticken, das gucke ich mir auch ganz gerne an. Was denken Sie, wie kann Medienkompetenz fachgerecht in Schulen vermittelt und umgesetzt werden? Oft sind die Lehrkräfte gar nicht wirklich dafür ausgebildet, beziehungsweise es verändert sich so schnell, dass man da kaum mit Schritt halten kann. Und meistens sind die Kids besser informiert und können es eigentlich auch schon, also haben ganz andere Möglichkeiten als die Lehrkräfte. Und dann wird es natürlich schwierig mit der Medienkompetenz. Also es geht jetzt mir dabei nicht so sehr um die Anwendung, sondern es geht eigentlich eher um sowas wie Verantwortungsbewusstsein und dass man halt auch ein bisschen kritisch mal drauf schaut. Zum Beispiel auch mal sowas wie Datenschutz. Ne? Warum sind eigentlich diese ganzen Sachen kostenfrei? Weil ich mit was bezahle, nämlich mit meinen Daten. Also für sowas so ein gewisses Bewusstsein zu schaffen, das finde ich wichtig. Darüber kann und sollte man auch in Schulen sprechen. Sie selbst beschreiben sich und Ihre Familie auf Ihrer Website als sehr politisch. Wie stellen Sie sich in Zukunft politisches Engagement vor, wenn die meisten Jugendlichen keinen Bock mehr auf Parteien haben? Na ja, politisches Engagement kann ja viele Gesichter haben. Also man kann in Parteien sich engagieren, es gibt aber ja viele andere Möglichkeiten. Ich finde es ein bisschen schade, dass Parteien bei den Jugendlichen nicht so einen guten Ruf haben, weil sie am Ende ein Stück weit das sind, was unser Land ja zusammenhält, politisch gesehen. Vielen Dank für das Interview.